Na, was für ein Auftakt, wenn so einen Applaus für die Mannschaft auch nach dem Spiel gegeben hätte. Auf Fränkisch sagt man erstmal ein geschmeidiges Servus hier ans Publikum. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten hier oben schon mal eine Runde, wo alle in Schwarz gekleidet waren. Denke ich mal, hätte gepasst zum letzten Spiel. Heute etwas buntere Kleidung. Bunt ist ja vielleicht dann auch der Punkt für Hoffnung. Ich stelle mal die Runde hier oben kurz vor. Zum einen unser Urgestein hier im Club-Expertenforum, der Dave. Servus. Servus miteinander, danke. Dann der Mann, der immer mit dabei ist, immer seine Meinung kundtut, klar und Tacheles redet. Der Ecke, ist schön, dass du wieder da bist. Servus. Hallo. Der Mann, der am Sonntag ungefähr 10 Meter von mir entfernt ebenfalls gelitten hat, nicht fassen konnte, was da so alles passiert ist. Er ist für die NZ vor Ort gewesen. Stefan Lea Blonka, schön, dass du da bist. Servus. Servus, hallo. Ein 0:5 ist eine heftige Packung. Solche Ergebnisse gab es schon mal für den ersten FC Nürnberg. Kannst du dich da noch daran erinnern, dass der Club mal so in den letzten Jahren unter die Räder gekommen ist? Ja, also ich kann mich speziell daran erinnern, dass er unter Oenning die letzten Partien ziemlich unter die Räder gegangen ist oder gekommen ist gegen HSV und Dortmund damals auch so 0:4 Spiele. Und damals hat sich ja dann auch relativ schnell die Trainerfrage gestellt und dann wurde ja auch relativ schnell auch gehandelt. Von daher ist es in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder vorgekommen. Als Clubfan muss man wahrscheinlich auch damit rechnen, dass sowas vorkommen kann. Dass es in der jetzigen Situation vorgekommen ist, ist natürlich umso bitterer, weil eigentlich klar war, dass das ein Spiel ist, das man unter allen Umständen nicht verlieren darf. Und dann am Ende so. Dann war natürlich schwer, am Trainer festzuhalten. Dave, wir hatten uns vorm Spiel unterhalten gehabt, da waren wir beide noch ein bisschen zuversichtlich, aber wann ist denn, sind denn dir das erste Mal die Gesichtszüge entgleist? Ja, nach ungefähr 5 Minuten oder 10 Minuten, glaube ich, da hat man den Eindruck gehabt, die ersten paar Minuten, die versuchen wirklich Fußball zu spielen da unten. Aber das war dann leider Gottes sehr schnell wieder vorbei. Und so ab Minute 15, 16 ging das Kopfschütteln ringsherum los, wieder so ein Karottenspiel. Und naja, der Ausgang des Spiels ist bekannt. Das war Zumutung, was die am Samstag, am Sonntag da abgeliefert haben. Das hat wirklich wehgetan als Clubfan. Eckes, hast du im rot-schwarzen Trikot schon mal 0:5 verloren? Also jetzt nicht mit der Traditionsmannschaft oder so, sondern. Ja, nee, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Es gab mal irgendwann mal ein Spiel, ich glaube gegen Eintracht Frankfurt, da war es ein 5:1, aber da war der Trainer. Die Trainerfrage nie im Raum gestellt, da war damals Frankfurter da und die deutsche Meisterschaft mitgespielt und da haben wir mal eine Klatsche gekriegt, aber wie gesagt, da waren wir im gesicherten Mittelfeld, haben wir im Abstieg nichts zu tun gehabt, das war auch Ende der Saison, deswegen hat es niemand wehgetan, weder den Fans, dem Trainer noch der Mannschaft. Aber ich denke mal, gestern, am Sonntag hat es umso mehr wehgetan. Ja gut, was haben wir jetzt da auf das Thema noch mit großartig drauf eingehen, jetzt. Ich bin auch öfters jetzt angerufen worden, jetzt übers Wochenende. Und der ein oder andere hat auch, also die Mannschaft hat wie vom Fußball gespielt, wie vom anderen Planeten. Planet Affen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und das war eine bodenlose Frechheit, was da also wirklich abgeliefert worden ist. Und der Leidtragende, was mir am meisten leid tut, das ist halt der Coach gewesen. Der Coach gewesen. Stefan, war das letztendlich dann auch die Folge? Für den Verein nach diesem 0:5, da kann man gar nicht mehr anders reagieren? Also ich denke schon, wenn man die Fakten zusammenzählt, haben unterm Strich dann natürlich schon dem Trainer den Kopf gekostet. Die Tabellensituation, 5 Punkte nach 8 Spielen, kein Sieg in der Saison im DFB-Pokal ausgeschieden. Das ließ jetzt irgendwie keine Trendwende mehr erhoffen zumindest. Und dann natürlich die Art und Weise, wie man so ein Spiel verliert, das macht es dann schon ganz schwer, da noch an irgendwas Gutes zu glauben. Was ich unfassbar fand, waren die letzten beiden Gegentore, die in einer Art und Weise gefallen sind. Das erinnert ja pur an Slapstick. Wenn sowas dann noch passiert, dann war eigentlich klar, dass man da in medias res gehen muss und heftig über den Trainer diskutieren muss. Und am Ende spricht, glaube ich, auch noch dafür, dass jetzt einfach auch 2 Wochen Pause sind und man in dieser Zeit eben auch genügend Zeit hat, den neuen Trainer zu finden und vielleicht mit der Mannschaft, wenn sie wieder zurück ist von den Länderspielreisen, dann sich wieder einzuspüren auf die nächsten Aufgaben. Dave,
war dieser Trainerwechsel, diese Reißleine, die man gezogen hat, das richtige Signal auch an die Fans, um die da auch mal ein bisschen mit zu beruhigen nach diesem Sonntag? Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass man die Reißleine ein paar Wochen zu spät gezogen hat. Das hätte man schon in der letzten Länderspielpause machen können, beziehungsweise dann so deichseln, dass es nach dem Dortmund-Spiel ist, weil vor dem Dortmund-Spiel wollte man absolut kein neuer Trainer implantiert sehen. Weil gegen Dortmund ist halt einfach sowieso nichts drin und ein neuer Trainer mit einem verlorenen Spiel gleich anfangen zu lassen. Jetzt hat es halt etwas länger gedauert. Mittlerweile ist natürlich wieder irgendwo so ein bisschen im Hintergrund Zuversicht eingekehrt, weil man sagt, naja, jetzt müssen wir warten, was kommt, für welchen Trainer sich unser Vorstand letztendlich sich entscheiden wird. Und da gehen ja die Meinungen auch relativ weit auseinander. Aber ich denke, dass wir jetzt eine Art Neuanfang machen müssen, denn die Mannschaft, wie sie im Moment ist, kann er so nicht spielen, wie sie jetzt beispielsweise am Samstag gespielt oder am Sonntag gespielt hat. Ist für mich gleich ein Trainer gegangen. Aber wie auch immer, das Ergebnis ist jetzt der Rauswurf vom Wiesinger und auch vom Reuterfahren. Jetzt müssen wir einfach uns überraschen lassen, was als nächster Trainer kommt und ob der in der Lage ist, das in den Griff zu kriegen. Einfach wird es mit Sicherheit nicht. Ich denke, das ist ja auch das Problem, dass man viel natürlich in solchen Situationen am Trainer festmacht und dass der in dem Fall jetzt auch wieder die ärmste Sau war. Man muss natürlich auch die Mannschaft fragen, was sie abgeliefert hat, und man hat ja vor der Saison große Hoffnungen, dass man sich verstärkt hat und dass man jetzt wirklich auch nach vorne eine Mannschaft hat, die Tore erzielen kann und mit Ginczek sich auch verstärkt hat und so weiter und so fort. Und da sehe ich ganz klar auch die Mannschaft in der Pflicht, jetzt auch Farbe zu bekennen und zu zeigen, dass wesentlich mehr in ihr steckt, als was sie abgerufen hat. Eckes, du warst noch einer, der vor 2-3 Wochen immer wieder gesagt hat, man sollte dem Michael Wiesinger auch die Chance geben. Hat er jetzt in den letzten 3 Wochen diese Chance da verspielt gehabt oder war da schon so viel im Argen gelegen, dass man es als Außenstehender vielleicht nicht so direkt hat greifen können? Ja gut, es war ja immer was, bisher hat ja immer nicht was gestimmt. Ja. Es war immer mal eine Halbzeit schlecht, eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Dann kam das Dortmund-Spiel, dann hat es wieder plötzlich geheißen, aber dann waren wir ja da gesessen, war wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, was der Dave gerade gesagt hat, vielleicht hätte man eventuell wirklich früher die Reißleine ziehen müssen. Ja, vielleicht hat auch einen anderen Trainer auch einen Punkt gegen fast deutschen Meister Dortmund geholt. Jetzt ist es passiert, nicht einmal 1-1, glaube ich, hätte im Michel am Sonntag retten können. Nicht einmal ein Unentschieden hätten retten können. Er hat jetzt den Kopf hingehalten. Der Club ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Trainer. Aber jetzt muss auch gut sein. Der ganze Tag, egal wo man hört oder telefoniert und alles drum und dran, der Trainer ist entlassen worden. Und jetzt muss man dem Michael Wiesinger auch die Chance geben, sich von dem Schock zu erholen. Ja, weil das ist ein junger Trainer. Er hat den Club vor dem Abstieg gerettet damals. Er hat in der Rückrunde 28 Punkte, glaube ich, geholt. Und jetzt wird er überall verteufelt. Er ist entlassen worden als Trainer vom 1. FC Nürnberg. Und jetzt muss man es auch gut lassen, weil ich kann es bald den ganzen Tag nicht mehr hören. Jetzt wird nur auf den Wiesinger raufgehackt. Man muss sich mal Gedanken machen, was da am Sonntag gespielt hat. Entschuldigung, aber ich muss es wirklich so sagen, welche 11 Bratwürste sind da eigentlich rumgelaufen? Ja? Ja? Und da kann man das jetzt nicht einfach nur auf den Trainer oder auf den Co-Trainer schieben. Wie gesagt, er ist jetzt entlassen worden, jetzt muss man dem Kerl auch so viel Zeit geben, dass er sich davon erholt, und ich hoffe, dass er in naher Zukunft mal wieder einen anderen Job bekommt. Im Vorfeld der Saison war aus meiner Sicht immer der Verlust von Timmy Simmons ganz schwer zu kompensieren, weil der für mich auch einer war, der in der Kabine und vor allem bei jedem Training dieses Musterprofi-Dasein vorgelebt hat. Jetzt ist wieder mit ihm ein guter Geist aus dieser Kabine rausgegangen. Hat man zu viele gute Geister in den letzten Jahren verloren? Und war das dann letztendlich auch das Problem, dass ihm, dem Michael Wiesinger, da die Personen von in der Mannschaft gefehlt haben am Schluss, die ihn da auch mitgestützt haben? Wenn nur noch ein Raphael Schäfer da ist, Stefan, wie siehst du das? Also ich denke schon, dass der Club prinzipiell eine Mannschaft ist, die sehr, sehr schwer zu führen ist, die ein gewisses Eigenleben hat, auch mit den arrivierten Spielern. Raphael Schäfer hat immer ein großes Gewicht in der Mannschaft, auch drumherum und so weiter. Das muss jetzt nicht verkehrt sein, das ist oft auch bestimmt sehr positiv. Aber mit Timmy Simmons, hast du schon richtig angesprochen, ist da einer weggebrochen, der in jeglicher Hinsicht einfach ein Vorbild war für die Mannschaft, was die körperliche Fitness angeht, was fußballerisch gut war, teilweise auch reglementiert und vielleicht ein bisschen langsam mit der Zeit, aber er ist immer vorne weggegangen, hat einen guten Geist verkörpert und vielleicht auch intern für ein gewisses Gleichgewicht gesorgt, was andere Spieler so in der Form vielleicht nicht auffangen können, und mit Hanno Balic vielleicht auch zuletzt ein Spieler dabei war, der da vielleicht eher in eine negative Richtung Ausschlag gegeben hat. Dave, siehst du ähnlich die Kaderzusammenstellung mit eins der Probleme, warum der Club jetzt da steht, wo er steht?
Naja gut, ich habe mich am meisten an und für sich häufig über die Aufstellungen aufgeregt, über diese ständigen Positionswechsel, wo Leute auf Positionen spielen müssen. Nehmen wir mal nur den Kio, der auf rechts oder auch schon auf links eingesetzt worden ist, wo er einfach nicht hinkommt, meiner Meinung nach. Ja, das waren Dinge, die mich dann schon teilweise gestört haben. Und dass in der Mannschaft seit einiger Zeit ganz offensichtlich schon eine relative Unruhe ist, die auch der Rauswurf oder die Disziplinarmaßnahme gegen den Balic nicht hat ändern können, denn wir haben ja in dem letzten Spiel gegen HSV gesehen, da hat ja überhaupt nichts mehr gestimmt. Also entweder sie haben komplett alle gegen den Trainer gespielt, ja, oder aber es ist einfach sonst irgendwie der Wurm in der Mannschaft und deswegen beneide ich den neuen Trainer nicht unbedingt, da jetzt reingreifen zu müssen. Natürlich ist der Wegfall von einem Simons unheimlich traurig und schade, aber der Mann ist 36 Jahre, ewig lang hätte man sowieso wahrscheinlich nicht mehr halten können. Wir müssen in der Lage sein, einfach jetzt mit dem Hasebe oder auch mit sonst jemandem einen Ersatz zu finden. Was mich mehr geärgert hat, war häufig, dass man nicht einmal auf die Kräfte zurückgreift, die in der zweiten Mannschaft zum Beispiel noch da sind. Da würde man einkauft und Geld ausgeben und die eigenen Leute lassen wir ziehen. Stefan, hat man aus deiner Sicht zu spät reagiert, richtig reagiert mit dieser Maßnahme jetzt? Also ich denke nicht, dass man zu spät reagiert hat, weil man muss trotzdem sehen, er hat gewisse Ergebnisse abgeliefert. Ein Punkt gegen Dortmund ist aller Ehren wert in der Situation. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft Moral hat und dass es eben nicht stimmt mit dem Trainer, weil eben auch in Bremen nochmal ein Spiel umgebogen wurde und gegen Hertha hat man einen Rückstand gedreht und diverse andere Spiele auch wenn unterm Strich natürlich das große Ergebnis, also ein Sieg gefehlt hat. Aber ich denke, man musste ihm schon die Möglichkeit geben, da auf Wochen hinaus zu arbeiten mit der Mannschaft. Ich finde aber trotzdem, dass jetzt richtig reagiert wurde, weil man eben nicht erkennen konnte, dass da eine Handschrift dabei ist, dass da ein System zu erkennen ist und auch keine Aufbruchstimmung mehr da war. Von daher war der Zeitpunkt absolut richtig gewählt in meinen Augen. So, hier, Situationen sind ja für Journalisten auch immer ganz, ganz spannende Geschichten, sehr, sehr zeitaufwendig. Liebst du sowas, wenn auf einmal Action mit drin ist oder ist dir der Alltag so grundsätzlich lieber? Ja, naja, natürlich ist es immer schöner, wenn man was zu berichten hat, wenn tatsächlich was passiert, was interessant ist und man vor Ort sein kann und da vielleicht auch noch ein Stück weit mitfiebern kann, das Außergewöhnliche erlebt. Das macht natürlich wesentlich mehr Spaß. Für die Arbeit an sich ist es natürlich schon schwieriger, wenn ich von gestern erzählen kann, ich war selbst nicht vor Ort, aber ich habe mit Kollegen sehr oft telefoniert, ist es schwierig für die Redaktion, da ein Ende abzusehen, wenn nicht klar ist, wie lange dauert die Aufsichtsratssitzung, wann kann der Text fertig sein, irgendwann hat man eine Deadline, wo die Zeitung eben gedruckt wird und dann weiß man natürlich nicht, in welche Richtung das man schreiben soll, wird er jetzt entlassen, wird er nicht entlassen, wird es vertagt und so weiter und so fort. Das sind dann schon Herausforderungen, gestern hat sich dann relativ früh noch entschieden mit 21 Uhr, da hat man dann noch ein bisschen Zeit als Redakteur den Text fertig zu machen und was Schönes draus zu basteln, aber es ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches und deswegen auch was Interessantes da dabei sein zu können. Ab wann schaltet man, okay, jetzt weiß man Trainer weg, ab wann switcht man um, wer wird der Neue? Also das habe ich auch mit dem Kollegen debattiert, früher war es so, als es das Internet noch nicht so gab in der Form, dass man da noch Zeit hatte, vielleicht die nächste Ausgabe damit zu füllen. Mittlerweile verselbstständigt sich alles durch Twitter, Facebook und so weiter und so fort, dass sobald, wenn ein Trainer weg ist, eigentlich schon die Nachfolgefrage gestellt wird. Und deswegen ist man als Zeitung dann natürlich auch relativ unter Druck, dann möglichst gleich auch mit der Entlassung quasi schon wieder den neuen herbeizuschreiben oder zu fabulieren, wer es denn werden könnte. Also früher, denke ich, ist da noch ein Tag vergangen. Mittlerweile ist es alles so schnell, dass es fast schon überholt wird. Ihr bei euch in der Nürnberger Zeitung, wer ist bei euch der Top-Kandidat, der morgen gehandelt wird? Oder gibt es da mehrere, die auf einer Ebene stehen? Ja, also ich denke, die Namen, die sich herauskristallisieren, ist Christian Groß und Bruno Labbadia. Mit Bruno Labbadia hätte ich vorhin gerne selbst noch mal kurz telefoniert, war aber nicht erreichbar auf dem Handy, dann hätte ich vielleicht noch eine neue Information dazu, ob er schon kontaktiert wurde oder was er dazu sagt. Aber ansonsten ist es schwierig zu sagen, weil doch immer von wahnsinnig vielen Seiten, auch von Medien, Namen fallen gelassen werden, weil jeder natürlich irgendwie einen Kandidaten braucht, um auch vielleicht eine Geschichte zu verkaufen, wenn man weniger seriös arbeitet und einfach mal einen Namen nimmt, weil der sich vielleicht anbietet oder gut liest oder auch im Gespräch ist. Aber ansonsten stochert man da erstmal ein bisschen rum, bis man dann eben mehr Fakten zusammentragen kann über die Tage und dann sich tatsächlich ein Name herauskristallisiert. Egges, wie siehst du es? Was muss man für ein Anforderungsprofil denn ausgeben für den neuen Clubcoach?
Machst du es einfach du, bringst deine drei Söhne mit und dann. Ja, klar, das wäre. Ja. Er muss Dreier können wahrscheinlich, oder? Ja, der muss auch Tore schießen können. Also das kann einer davon, ja. Nee, also der muss auf jeden Fall so viel Courage haben, dass er auf dem Platz steht und auch mal den Spielern, die jetzt hat, ja, wie soll ich es jetzt formulieren, die zurzeit halt ein bisschen neben der Kappe laufen, den auch mal im Training dermaßen mal den Marsch geblasen kriegen, dass sie endlich mal wissen, um was es geht. Ja, und das muss ein Trainer sein, der auch, wie du so sagst, eine Handschrift hat, ein Konzept hat und der eventuell auch Bundesliga-Erfahrung hat. Ja. Und so eine Mannschaft, ob es jetzt stimmt, dass die Mannschaft gegen Trainer gespielt hat, ob der Hanno Balisch, ob man es jetzt an einem Spieler aufziehen kann, es ist immer so komisch. Ja. Hanno Balisch wird suspendiert, spielt in der zweiten Mannschaft und macht ein Riesenspiel, habe ich auch gehört. Er war einer der besten Spieler gegen Greuther Fürth bei der Amateure. Ja, jetzt kommt ein neuer, ist so, jetzt kommt ein neuer Trainer. Ich weiß nicht, ob er vorher schon was gewusst hat, aber ich gehe mal davon aus, dass der Hanno Balisch jetzt auch demnächst wieder zum Kader hingehört. Schauen wir mal ab, ne? Aber der Trainer, wo jetzt kommen muss, der muss einfach so ein guter Spannstoß haben, dass er auch ab und zu mal den Spieler in den Arsch treten kann. Auf Deutsch gesagt. Ja, also ich denke auch, ein junger Trainer wird es mit Sicherheit nicht werden, der seine ersten Meter macht im Profigeschäft. Also es wird auf jeden Fall jemand sein, der Erfahrung hat. Man muss Erfahrung haben, weil die Mannschaft, was du sagst, ist sehr schwer zu führen, zurzeit sehr schwer zu führen. Und jemand muss er wieder auf die richtige Bahn kriegen und das muss wirklich ein Erfahrener sein. Dave? Ja, unser Kandidat hat Erfahrung, ne? Ja, wir haben uns vor 3 Wochen schon mal unterhalten, haben ein bisschen philosophiert. Wir wären uns einig für Felix Magath erstmal, zumindest die Disziplin genau so. Würde dann an dem Punkt stimmen. Hat aber, was jetzt hier so ein bisschen mit angeklungen ist, du bist fast bei jedem Training draußen, hat da das Feuer, der Dampf in der letzten Zeit gefehlt oder hat man es einfach nur nicht so richtig gesehen? Ja, also ist natürlich schwierig für einen Fan, also und mehr bin ich nicht, sich da dazu zu äußern, aber im Training ist es tatsächlich so, wenn man zuschaut, ich frage mich häufig, sind wir jetzt bei einer Profifußballmannschaft oder sind wir im CVR im Sommerlacher? Ja, also da geht es manchmal schon wirklich sehr locker zu da draußen, dass man sich wundert, dass anschließend eine Profimannschaft überhaupt zustande kommen kann, die 90 Minuten sich den Arsch aufreißt, auf Deutsch gesagt. Also beim Training, da dürfte meiner Meinung nach auch ein bisschen strengere Maßstäbe angelegt werden. Da ist vieles, auch Dinge, die dann im Spiel auffallen, dass Passwege nicht einstudiert sind, dass bestimmte Leute die Flanken jedes Mal bis zum anderen Eckfähnlein überhauen. Der Chandler hat jetzt das Maß ungefähr drauf. Jetzt fängt der Luschek von links an und aus bis auf die andere Seite aus. Ja, also vom Trainer wünsche ich mir einfach jemand, der in diesem, ich habe es häufiger mal als Sauhaufen bezeichnet, da wirklich in der Lage ist, durchzugreifen, da wieder eine Linie nahezubringen. Und auch, dass die Spieler untereinander, der Kader soll angeblich zerstritten sein, habe ich heute gelesen, wäre es undenkbar ungünstigste Ausgangsbasis für einen neuen Trainer, wenn er schon kommt und erst einmal da die Freundschaften wieder hinbiegen muss oder die Feindschaften klären muss, weiß ich nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall für einen Trainer, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Wie gesagt, aus disziplinarischen Gründen habe ich natürlich dann auch den Magath als meine erste Wahl. Und ich würde auch dem Lothar Matthäus unter anderem eine Chance einräumen, obwohl da alle dann die Häume aufstellen, wenn man das sagt. Aber ich denke, dem sollten wir mal eine Chance geben, ob es jetzt der Club ist oder ob es eine andere Mannschaft ist. Du hast Ahnung. Ja. Stimmt, ja. Ne? Hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ganz danke. Ehrlich, wenn jetzt die ganzen Trainer werden da reingeschmissen, es ist eh jetzt zur Zeit immer dunkle Wolke über Nürnberg. Ja. Warum soll man jetzt nicht ein bisschen gegen den Strom schwimmen? Und ich sage auch, warum soll man dem Lothar Matthäus nicht mal eine Chance geben? Und vor allen Dingen, fertig. Der wird ja auch ein bisschen an Glanz reinbringen in das triste Salzner-Weiher da sein. Also da muss ich... Das war klar, so soll doch die Runde hier oben sein. Da würde der Frank sagen, da rollt es mir die Zehennägel hoch. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, das wäre FC Hollywood 2 in Nürnberg, es wären doch nur noch Kabel Deutsch. Also Moment. Da steht der Inhalt ja nicht mehr im Vordergrund, da steht die Person im Vordergrund. Ich glaube, das kann Nürnberg am wenigsten gebrauchen, dass sich da jemand feiern lässt für seine Arbeit oder abseits des Fußballplatzes für irgendwelche darum geht es nicht, das wollte ich da damit auch nicht sagen, sondern ich denke, dass er einfach durch seine Person, der ist ja nun bekannt wie ein bunter Hund, ob das jetzt positiv oder negativ ist, will ich gar nicht bewerten. Ja, ich habe auch meine Geschichten gehabt mit dem Adler und heiratet kein Schwein mehr davon. Ja.
aber sollten wir dem Lothar Matthäus haben, ich denke, er ist fachlich einfach auch kompetent. Ich schaue für Sky, ich höre diese Kommentare, diese Spielebewertungen, die er abgibt, und er war nicht umsonst Weltfußballer, er war nicht unbedingt, er war fußballerisch einfach eine Größe, dass er im Privatleben, naja Gott, mein Gott, da gibt es noch ganz andere Beispiele. Ja, und das sollte auch nicht die Rolle spielen. Und die Mannschaften, wo er vorher trainiert hat, wie Ungarn oder wo er überall trainiert hat, da hat er auch keinen Misserfolg gehabt. Und im Vergleich zu anderen Trainern bringt er seine Frauen immerhin mit. Ja, und da war auch kein Hollywood oder irgendwas, da hat er gute Arbeit abgeliefert. Und aber warum? War alles nicht in Deutschland halt, ne? Das war halt alles im Ausland. Ja, weil halt, niemand, nicht weil so halt niemand in Deutschland wahrscheinlich den Mut hat, mal Lothar Matthäus die Chance zu geben. Ja, und da muss man dann natürlich auch fragen, warum hat niemand den Mut? Aber, ne? Ja, aber Stefan, weil du gesagt hast, er würde zu viel Ablenkung, zu viel FC Hollywood nach Nürnberg bringen, vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht, dass die Mannschaft mal in Ruhe arbeiten kann und nicht so arg im Fokus oder steht. Der war Club ja auch Taktik Hans Meyer. Ja, oder dass der Club halt einfach prinzipiell unterhaltsam ist und nicht nur immer für Leiden sorgt, ne? Klar. Kann ja, man auch also so dieses sehen, graue Maus-Image würde er doch schon mal helfen, ein bisschen damit zu beseitigen, ne? Dass wir da irgendwo ja haben. Und ich denke, er ist fachlich kompetent. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wahrscheinlich anderswo genau die gleichen Bedenken bestehen, wie wenn ich den Namen jetzt äußere, egal ob das in einem Facebook-Forum oder irgendwo anders ist, da kommen immer mehr oder weniger die gleichen Reaktionen. Ich habe als Antwort darauf gesagt, lass den Magath kommen, lass ihn 2-3 Spiele knien und all seine Gegner, die jetzt so laut rufen, die knien nieder und beten ihn an. So schaut's aus in Nürnberg. Und so wird's auch kommen. Nicht mit dem Lothar Matthäus, egal mit welchem Trainer. Ich hoffe nur, dass einer kommt, der durchgreift. Ja, denn das scheint nötig zu sein. Es wird definitiv spannend sein, wer kommt, und es muss auf jeden Fall sitzen, keine Frage. Es kann jetzt nicht wieder irgendjemand kommen, der dann nach einem halben Jahr weg ist oder der in die Fußstapfen von Thomas von Hiesen oder Michael Oenning tritt, die dann wieder vom Fenster sind und einen Verein zurücklassen, der in der tiefen Depression steckt. Ist natürlich mal den Bader gefragt, ist auch die x-te Trainersuche, auf die er sich jetzt schon macht in über 10 Jahren beim 1. FC Nürnberg, wirft natürlich auch manche Fragen auf, manche werfen ihm da genauso Versagen vor oder stellen die Frage, welchen Anteil er an dieser Misere hat. Gut, er hat auch viele richtige Entscheidungen getroffen, muss ich sagen. Also gerade was Transfers angeht und Wirtschaftlichkeit. Natürlich kann man auch wieder sagen, sind wichtige Spieler von Bord gegangen. Der Club könnte vielleicht eine ganz, ganz viel bessere Mannschaft haben momentan, wenn man diese Spieler behalten hätte können. Aber wirtschaftliche Zwänge waren eben auch da, um den Verein auf gesunde Beine zu stellen. 5 Jahre Bundesliga. Ja, von daher ist es auch nicht von ungefähr, ne? Aber klar, der Druck ist jetzt immens und da würde er sich schon zweimal überlegen, wen er jetzt da installiert. Ja, weil wenn jetzt ein anderer Trainer kommt, wo es wieder nicht hinhaut und der nach einem halben Jahr, dann ist auch der Herr Bader in Frage gestellt, meine Meinung. Ja, denn da waren viele Dinge auch nicht so in Ordnung und man hätte halt dann einen Sportvorstand installieren sollen, der vom Sport einfach ein bisschen mehr Ahnung hat oder der sich wenigstens mal auf den Platz sehen lässt. Und das ist bei meinem Bader nicht der Fall. Das ärgert mich immer ein bisschen. Ich habe gegen den Mann so nichts mehr, unterhalten uns, wir verstehen uns, überhaupt kein Thema. Ja, aber ich denke schon, dass wenn jetzt der falsche Trainer kommt, wenn er da jetzt einen falschen Schritt macht, dann gefährdet er sich selbst. Ja, zumal der Klassenerhalt ja dann quasi schon sehr, sehr gefährdet ist. Also ja, viel Zeit zu punkten bleibt momentan nicht. Richtig. Die Sendung, wie immer, wird präsentiert von Digitaldruck Klutzeweit und da ist der Chef heute höchstpersönlich, der Helmut Klutzeweit. Schön, dass du heute hier bei uns mit dabei bist. Ein anderer spezieller Gast heute bei uns im Publikum, der Eckes hat einfach mal gesagt, ich bringe ein Spätzle mit, ja, und jetzt sitzt da auf einmal Jörg Dittwer, vor ein paar Wochen noch bei uns oben auf der Bühne. Auch schön, dass du mit hier bist und Jörg, brauchst du gar nicht so da hinten in deine Nische, in deine Ecke da hinten reindringen, nur weil der Club 0-5 verloren hat und du eigentlich nichts sagen wolltest. Bist du sprachlos oder hast deine Worte schon wieder gefunden? Ja, ich habe das schon wieder gefunden. Ich höre interessant zu. Ich muss sagen, für mich hat die Mannschaft, man kann schlecht spielen, ja, aber man kann kämpfen und grätschen und rennen. Ja, und für mich hat die Mannschaft den Trainer abgesägt und dann sind so viele Ratten drin. Und meine Meinung wäre da auch nicht schlecht, was der Dave auch gesagt hat. Es ist halt so ein Sportvorstand. Für mich wäre halt ein Sportdirektor, der ehemalige Fußballprofi war, der hätte den Michael Wiesinger besser zur Seite gestanden wie ein Kreuzer Beispiel, weil der hätte auch mal die Spieler Gas gegeben. Man weiß aus unserer Erfahrung ja auch, wir haben auch gegen Abstieg gespielt und bei uns war es so, wenn es gelaufen ist, dann haben wir schön Kreis gespielt, wenn es nicht gelaufen ist, dann haben wir Zweikämpfe gemacht, dann haben wir auf die Socken welche bekommen oder ausgeteilt. Und das vermisse ich auch, was ich gehört habe beim Training, wenn ich hinten drin stehe. Ja, es nützt nichts, wenn ich in Bremen spiele und hole 2-0 auf, das ist ein Ordnung, 3-3, aber am
Montag oder die ganze Woche wird wieder Jojo trainiert. Also da muss ich die Zweikämpfe üben. Wenn ich rauskommen will aus dem Abstiegsmuskel, da muss ich hier Zweikämpfe, da muss ich mir den Hintern aufreißen und muss Gas geben. Und das vermisse ich momentan. Und ich hoffe, dass einer kommt, der sich wirklich in einen Hintern tritt. Also da müsste man einen Branko Zewitz wieder ausgraben, der dann so nach solchen Spielen immer eine Handvoll Kieselsteine genommen hat und immer pro Runde so einen Stein runtergezählt hat und immer fleißig mit der anderen Hand wieder nachgeschaufelt hat. Wäre das die passende Lösung, irgend sowas in der Art? Irgendein harten Hund, ein Schleifer? Ja gut, ich sage mal, ich kann nur mal früher sagen, wir wollten nicht aus Nürnberg weg, deswegen haben wir alles gegeben. Wir haben auch daheim gegen Hertha oder gegen Frankfurt 4-1 verloren, aber die Fans waren uns nicht böse, weil wir haben alles gegeben und es hat halt an den Tag nicht gelangt. Und hier ist es so, wenn sie absteigen, mein Gott, dann spiele ich halt woanders in der Bundesliga. Das ist ja unser Problem in der heutigen Zeit. Die Spieler, die das so machen, die sich auf dem Herz küssen, wenn sie ein Tor schießen, das sind die ersten, wo weg sind. Ja? Die scheißen sich auf Deutschland nichts nach dem Club. Nächstes Jahr spiele ich halt woanders. Meine persönliche Meinung. Sind zu wenig drin in dieser Truppe, die das rot-schwarze Herz wirklich da tragen, wo es die Fans auch tragen, Stefan? Das ist immer schwer, weil man natürlich nicht wirklich reinschauen kann. Ne? Diese Einstellungsfrage, die ist immer schwer zu beantworten. Man kann natürlich prinzipiell schon sagen, dass viele Spieler in Junioren-Nationalmannschaften spielen oder in der Nationalmannschaft und da auch eine gewisse Ablenkung natürlich haben und prinzipiell vielleicht auch die Denke, dass sie ohnehin dann wieder einen anderen Verein finden werden, soll es mit dem einen nicht funktionieren. Das kann man vielleicht schon mutmaßen. Ob es denn tatsächlich so ist, weiß ich abschließend nicht, aber ich gebe absolut recht, man kann sich zerreißen in seinem Trikot, man kann mit einem grasverschmierten Trikot vom Platz gehen und dann muss man sich auch nichts vorwerfen lassen, wenn man es für den Moment nicht besser hingekriegt hat, aber zumindest das habe ich auch in wichtigen Spielen in der Saison vermisst. Gegen Augsburg war ein grottenschlechtes Spiel in meinen Augen, in Braunschweig habe ich vor Ort gesehen, war zu wenig auf dem Platz vorhanden, um das Spiel tatsächlich zu gewinnen und letztendlich auch gegen HSV, also es waren drei Spiele, die den Club letztes Jahr immer noch ausgezeichnet haben, die er gewonnen hat, um besser dazustehen. Und in diesem Jahr war es eben nicht der Fall. Hat sich da ein Michael Wiesinger auch selbst zu arg und damit am Schluss auch raus rotiert, weil er mit seinen Aufstellungen zu viel rotieren hat lassen? Einmal 4-2-3-1, dann spielt er 4-4-2, dann 4-1-4-1, Kiyotake mal über die Flügel, dann wieder ins Zentrum, Mark rein, raus, Tribüne, Eswein, raus, rein, Tribüne, Balic, Spiel, Tribüne. Also ich denke, das zeigt ja erstmal die Problematik, die prinzipiell in der Mannschaft steckt, dass es wahnsinnig viele Baustellen gab, aber ich denke, dass man es ihm im Nachhinein nicht vorwerfen kann, weil er eben ausprobiert hat und nichts unversucht hat lassen. Also er hat versucht durchzugreifen, indem er Spieler auf die Tribüne setzt, wie die Jungen Marc Eswines und Co. Und er hat auch damit hart durchgegriffen, Hanno Balic rauszunehmen, wollte vielleicht nochmal ein Zeichen setzen, ob das alles richtig war, ist die Frage natürlich, aber man kann ihm keine Tatenlosigkeit vorwerfen. Und als Trainer muss man Dinge versuchen und so gefällt war die Mannschaft anscheinend von vornherein nicht, dass er so hätte weiterspielen können. Von daher ist es absolut nachvollziehbar. Und im Nachhinein, hat der Eckes vorhin auch schon gesagt, dem Trainer dann noch was hinterherzuwerfen, denke ich, wäre jetzt auch falsch und nicht in Ordnung. Ich denke, Michael Wiesinger war echt ein sympathischer Trainer, der vielleicht unter gewissen Autoritätsproblemen zu leiden hatte, aber fachlich und so weiter würde ich ihm nichts vorwerfen. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip hat bei ihm einfach nicht funktioniert. Er hat viele Schlüssel ausprobiert, aber halt nicht den passenden fürs passende Schloss. Welcher Trainer hätte denn die beste Schlüsselkombination für die Schlösser, die wir da so in der Mannschaft drin haben, diesmal auf- und umzusperren gibt, aus deiner Sicht? Also wie gesagt, von den Kandidaten, die ich gehört habe, weiß nicht, vielleicht ist Christian Groß da jemand, der die Autorität mitbringt, der die Erfahrung mitbringt, 9-mal Schweizer Trainer des Jahres, das hat ja was zu bedeuten, ich glaube 5 Meistertitel hat er geholt. In ja, der aber Schweiz ist eher Skifahren, oder? Ja gut, Schweiz ist nicht Deutschland. Wir haben ist eher Skifahren, ja klar. Die letzten Jahre ist er ja ein paar Mal auch vorzeitig gegangen worden, weil sich eben der Erfolg nicht eingestellt hat. Hat sich in der Bundesliga nicht durchgesetzt, klar, bei seinem Kurzauftritt und so weiter und hat jetzt auch schon längere Zeit keinen Verein trainiert. Den Master Key habe ich nicht irgendwie, dass ich sage, der könnte das alles richten. Das wäre super, wenn wir das hätten. Ne? Dann könnte ich vielleicht Sportdirektor machen genau, oder so. Ja. Und ich würde dann Scout verdrehen, wenn wir das wüssten. Ne? Ja. Gäbe es denn in dem Verein einen so à la Christian Streich, den man in Freiburg ja auch aus dem Nachwuchs gefunden hat, den man installiert hat als Tabellen-18er in der Vorrunde auch?
Und dann hat er in der Rückrunde sensationell die Klasse gehalten, hat eine Mannschaft weiterentwickelt und letztendlich in den Europapokal gebracht. Gibt es so ein hoffnungsvolles Trainertalent irgendwo in den Nachwuchsreihen des 1. FC Nürnberg? Siehst du da jemanden, Stefan? Nee, mit Sicherheit nicht. Wer soll das machen? War in den letzten Jahren zu viel. Es wird auf breiter Linie an fast allen Trainern gesägt momentan. Der für U17, der Herr Celle, ist weg. Ja, da ist jetzt der Wimmer eingesetzt, der die U23 trainiert hat. Und also ich denke, dass wir Verein sind dann da im Moment, also ich wüsste niemanden, der da diesen Posten übernehmen könnte. Und nach diesem Experiment, das es ja letztendlich war mit dem Herrn Wiesinger, sollte man auch da davon die Finger weglassen. Zumindest momentan. Ja, also die Frage stellt sich gar nicht. Mangels Alternativen. Da ist niemand da. Jetzt hat man ja zumindest vom Zeitpunkt her etwas Zeit, weil ja Länderspielpause da mit drin ist. Welches Zeitfenster gebt ihr denn an Martin Bader? Bis wann müsste denn ein neuer Mann präsentiert werden oder ist es jetzt offen? Du hast es vorhin schon gesagt. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten. Also für mich ist das irgendwie bis jetzt ist das komisch. Am liebsten wäre mal, dass morgen schon einer präsentiert wird, weil er hat dann. Es sind 11 Spieler bei der Nationalmannschaft oder 10 Spieler. Er hat aber 50% von dem Kader hat er jetzt da. Und ein neuer Trainer könnte jetzt erstmal mit den 50% sich einarbeiten, ganz langsam. Wenn die Nationalspieler zurückkommen, hat er nicht mehr so viel Arbeit. Dann kann er sich mit den Nationalspielern auch unterhalten. Aber er hätte jetzt mal 1,5 bis 2 Wochen Zeit, jetzt mal richtig zu arbeiten und mal ein bisschen reinzufühlen, die Mentalität von der Mannschaft, den ein oder andere Stinker kennenzulernen. Ja, und wenn die Nationalspieler zurückkommen, hat er den kompletten Kader, hat noch eine Woche Zeit, noch ein bisschen was zu arbeiten. Und dann hat der neue Trainer dann Zeit, in Frankfurt eventuell ein gutes Spiel abzuliefern. Also ich würde so schnell wie möglich am besten morgen schon einen Trainer präsentieren. Also ich denke auch, umso schneller, umso besser. Ich denke, da gibt es eine Karenzzeit von 24, 48 Stunden oder was. Und was danach kommt, wird schon wieder problematisch, weil es dann heißt, ja, will denn keiner den Job machen? Ne? Warum hat man sich nicht schon längst mal mit einer Alternative beschäftigt? Wobei das auch immer natürlich zweischneidig zu sehen ist. Redet man mit einem neuen Trainer, solange man noch einen hat, ist es unfair irgendwie, aber eigentlich mittlerweile nur professionell, weil man sich auf Dinge auch vorbereiten muss. Und ich denke, das wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall über die Bühne gehen, weil der neue Trainer sich einfinden muss, das Umfeld kennenlernen muss und mit seinen Spielern auch Kontakt aufnehmen muss und sich ja auch auf den nächsten Gegner vorbereiten muss. Jetzt würde ich gerne den Jörg Dittwar nochmal kurz mit reinnehmen. Jörg, was muss denn da ein neuer Trainer am Anfang machen, wenn er da zum Verein neu dazukommt? Welche Maßnahmen muss er ergreifen, damit diese Truppe schnell in die Huf kommt? Also ich muss sagen, ich habe das bei Michael Wiesinger vermisst. Er kommt ja aus dem Nachwuchsbereich. Ich hätte, wenn ich gekommen wäre, wir haben so viele Nationalspieler im Nachwuchsbereich. Ich hätte 2, 3 Leute, Amateurbereich oder A-Jugend, an älteren Jahrgang, hätte ich reingeschmissen und hätte dann den einen oder anderen raus, dass sie einfach sehen, jawohl, woanders geht's auch. Wenn ich bei Schalke anschaue, 17-Jährige, oder beim HSV, da spielt auch ein 17-Jährige. Ich höre immer nur beim Club überragende Jugendarbeit. Ja, und warum werden die Spieler dann nicht eingesetzt? Bevor ich einen Balic habe, da habe ich lieber einen jungen 17-Jährigen, der reißt sich den Hintern auf, auch wenn er die Erfahrung fehlt. Vielleicht sollte der einfach mal jetzt fängt ja auch bei Null an, aber sollte einfach mal ausmisten und sollte wirklich da 1, 2 Spieler reinhauen, weil ich glaube, schlimmer wie jetzt kann es nicht werden. Man muss aber sagen, mit Niklas Stark ist genau das passiert. Es ist ein junger Spieler, es ist noch dazu die Balic-Position. Also hat er ja auch probiert, den hat er mit hochgenommen und hat ihn spielen lassen. Und man muss sagen, er hat es phasenweise recht ordentlich gemacht, aber es ist halt, Bundesliga ist kein Experimentierfeld. Da zählen halt im Endeffekt momentan erstmal die Ergebnisse. Und wenn man die Zeit nicht hat, solche Spieler zu integrieren, weil es an vielerlei Baustellen mangelt, dann wird es eben auch schwer. Dave, wie siehst du es? Hat die Mannschaft, so wie es der Trainer, der Neue, der jetzt dann kommen wird, die er jetzt da zur Verfügung hat, hat die das Potenzial Bundesliga? Kann die das? Also prinzipiell würde ich sagen, dass in dem Kader genügend Qualität vorhanden ist, um zumindest um Platz 9, 10, 11 rum uns irgendwo zu etablieren in dieser Liga. Dazu müssen natürlich die einzelnen Kandidaten ihre Leistungen abrufen. Und da geht das Problem schon los. Wir haben ja wirklich gute Spieler drin, die aber leider Gottes ihr Potenzial nicht in der Lage sind abzurufen. Oder war der Trainer nicht in der Lage? Oder es wäre schön, wenn ein neuer Trainer käme, der uns zum Beispiel einen Mack und einen Esswein
reaktivieren könnte. Ja, dass die einmal, das sind Talente, das sind super Fußballer, aber wir können das praktisch nicht einsetzen beim SV1, weißt du nicht, wie so ein halt wieder drauf, was spielt dann wieder zusammen. Der Mack ist immer bloß für 20 Minuten eingewechselt worden, da kommt er auch nicht rein, außerdem ist er dann verärgert. Ja, oder auch wenn es dann zurückgestuft werden, in der U23 mitspielen sollen, das passt die Profis auch nicht. Da bringt der Anker die Leistung nicht, die er normal zu bringen in der Lage ist, genauso wenig der Luschek. Ja gut, Luschek ist eine Ausnahme, der hat sich ja in der U23 verdammt gut gemacht und richtig reingehangen. Aber es wird für einen neuen Trainer der allererste Plan sein, eben mal auszuprobieren, ob wir den SV nicht hinbringen, ob wir den Mack nicht hinbringen. Wir hätten die Qualität, aber wir kriegen die Spieler irgendwie nicht in den Griff, weil die, keine Ahnung, der Mack ist jetzt zum vierten Mal hintereinander nicht einmal im Kader gewesen. Ja, was hat denn der angestellt? Hat der Trainer seine Frau gefotzt oder was? Das Stefan, gibt's doch nicht. Dafür eine Erklärung? Naja, ich denke schon, dass Robert Mack jetzt da kein gutes Beispiel ist, um zu sagen, der hätte mal wieder die Chance verdient gehabt. Also ich denke, der hat sich so viel schon zu Schulden kommen lassen und so viele Chancen gehabt, dass man da einfach am Verzweifeln ist und ich da auch schon hinter vorgehaltener Hand gehört habe, dass auch entscheidende Personen beim Club sagen, das ist einfach ein Kind, ja, man wird dem nicht Herr, man kriegt ihn nicht auf die Spur, es macht einfach nicht Klick und das haben sich auch schon mehrere Trainer jetzt dran versucht, also von daher denke ich nicht, dass es am Trainer liegt. Wobei man sich natürlich wünschen muss, dass es einen Trainer gibt, der das Maximum aus seinen Spielern rausholt. Aber irgendwann muss man natürlich an den Spielern zweifeln. Wenn ich Mack höre, erinnere ich mich an das Spiel gegen Augsburg, war es, glaube ich, wo der zwei, drei Aktionen gehabt hat, wo du gesagt hast, Wahnsinn, was spielt der jetzt da gerade? Ne? Also ja, ja. Zwei Antritte gehabt, gut, der letzte Pass ist dann nicht gekommen, aber eigentlich musste ihn da auch dann nach dem Spiel an den hinten drauf geben und sagen, warum nicht immer so, ja? Und dann ist er mal wieder nicht zu sehen. Dann hat man das nächste Problem auch mit dem Herrn Josip Drimmitsch, ja, der wenn er eingewechselt wird, super Spiele macht, ja, und ein Tor auch auflegt oder macht und jetzt seit dem letzten Spiel gegen HSV von Wicke dann spielt und plötzlich kommt nichts dabei raus. Also man hat generell in der Mannschaft zu viele Fragezeichen, zu viele junge Spieler, die mal können, die mal nicht können, die mal wollen, vielleicht auch ja, es waren ja selbst die talentiertesten Spieler, die zum Schluss nicht mehr drauf kommen sind. Was war denn der Kiyotake? Auch Kiyotake. Der hat ja überhaupt keine Leistung mehr gehabt. Am Ball nach dem anderen zum Gegner gespielt. Oder in Zweikämpfe gar nicht reingegangen, nicht einmal hingelaufen. Das gibt es doch nicht, ein super Techniker, ein guter Fußballer. Ja. Schreibt in der Zeitung einen Artikel, er vermisst einen Sieg, er weiß nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Ja, da muss ich dafür arbeiten. Ja. Aber was der angeboten hat, die letzten paar Mal war ja Katastrophe. Ja, also für eine Mannschaft wie der 1. FC Nürnberg, der davon lebt, dass 11 Fußballer Fußball kämpfen in erster Linie und dann spielen, ist es oft nicht tragbar, was er für ein Defensivverhalten an den Tag legt. Also das habe ich oft moniert und das hat mich oft gestört, aber er hat natürlich unbestritten fußballerische Qualitäten, die den Club prinzipiell weiterbringen sollten, wenn die Mischung zwischen Kampf und Fußballspielen stimmt. Bei Kiyotake muss ich ehrlich sagen, leider persönlich, so sehe ich ihn auch gerne Fußballspielen sehe, aber das waren vielleicht 5 Minuten in der Saison. Ja. Hätte ich die 10 Millionen lieber auf dem Konto gesehen, weil ja, dann könnten wir nämlich jetzt noch reagieren. Dieter, aus deiner Sicht, ist die Mannschaft, diese 20, 23 Leute, die der neue Trainer jetzt da zur Verfügung haben wird, erstligatauglich oder muss man da nachlegen, an Stellschrauben drehen? Naja, gut, weil so, wie es momentan ist, schwierig. Naja, ja, momentan sind sie überhaupt nicht erstligatauglich. Naja, also momentan musst du ja sogar Angst haben, wenn sie in der zweiten Liga spielen, dass die da im gegurkten Mittelfeld rumgehen. Also mit denen Leistung funktioniert es überhaupt nicht. Und ich mache ja da immer Abstriche. Es sind ja, der Kader besteht aus 23, 24 Spieler, aber momentan waren es ja immer bloß 16 oder 15, 14 Spieler, die da unten auf dem Platz gestanden sind und jeder hat Mist gespielt. Ja, jeder hat Mist gespielt. Und wie der Jörg schon gesagt hat, jetzt geht es von null los. Ja, gut, wir wissen nicht, wer Trainer wird, aber es geht wieder von null los. Und ich glaube auch, dass es bei dem einen oder anderen Klick machen muss, oder ja, muss, weil sonst wird ein neuer Trainer genau das gleiche Problem haben wie der alte Trainer. Und deswegen hoffe ich, dass da richtiger, wie wir früher gesagt haben, ein Trainer richtiger Sauhund kommt, der den erst einmal in den Arsch tretet. Ja. Und dann müsste der Schalter umlegen und dann gehe ich auch mal davon aus, dass sie noch bis zur Winterpause noch den ein oder anderen Punkt holen. Aber momentan ist es furchtbar, furchtbar. Stefan, wie siehst du es? Kann die Mannschaft grundsätzlich Bundesliga oder so wie sie momentan beieinander ist, eher dann doch
nicht. Also man muss ja sehen, man muss sich die Ergebnisse nochmal anschauen. Ich glaube, es waren jetzt 3 Niederlagen von 8 Spielen. Er ist ja nicht regelmäßig auseinandergenommen worden, der Club. Also er hat jetzt natürlich schlechte Leistungen abgeliefert, hat aber auch phasenweise wieder ordentlich Fußball gespielt und Moral gezeigt und ist zurückgekommen. Hat sich aber auch prinzipiell vor der Saison, dachte man ja, verstärkt. Klar, man hat einen Timmy Simmons verloren, man hat Tim Klose in der Abwehr verloren, hat aber mit Burkhardt jetzt einen Ersatzmann bekommen, der seine Sache eigentlich sehr solide macht. Ja, vielleicht nicht ganz technisch so versiert wie Tim Klose, aber durchaus dazwischen haut und jetzt keine großen Böcke in der Saison geschossen hat. Von daher denke ich prinzipiell, dass sich die Mannschaft verbessert hat, ja, und man eigentlich mehr von ihr erwarten muss, als das, was sie momentan abliefert. Und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass das Potenzial da ist, die Klasse zu halten. Die Frage ist, was alles gestört ist intern oder was einfach nicht zusammenpasst und ob der nächste Trainer das möglichst schnell wieder in Reihe bringt, dass Leistung abgeliefert werden kann. Das ist die entscheidende Frage. Aber ich glaube, vom Personal her, jetzt auch noch mit Hasebe nachgelegt, denke ich, sollte das auf jeden Fall reichen, Platz 15 oder was zu erreichen. Wir sind schon wieder so ziemlich am Ende unserer Sendung anbelangt und zum Abschluss wünscht ihr was, ihr kennt ja alle das Spiel, wünscht ihr einen neuen Trainer hier oben auf der Bühne, würde ich so nochmal eine schnelle Abschlussrunde machen. Dave? Ja, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wünsche ich mir dann tatsächlich den Lothar Matthäus. Okay, Eggers, wer ist dein Lieblingstrainer-Favorit außer Dieter Eckstein? Nee, oder vielleicht würde, auch die Eckstein? Nein, das kannst du mal abhaken, das kannst du mal gleich abschminken, das tue ich mir nicht an. Da bin ich zu alt dafür. Nee, also wie gesagt, es muss halt ein Trainer sein, natürlich. Dave, Namen. Ja, hast mal aus der Seele gesprochen, ich sage auch Lothar Matthäus. Super. Aus, fertig. Danke. Jetzt werden aber einige sauern auf mich sein, aber ist mal jetzt wurscht. Jetzt müssen wir uns zusammentun, dass wir wenigstens eine Unentschieden jetzt müssen wir da die Fußnägel, jetzt müssen wir die Fußnägel da runterrollen. Keine Unentschieden mehr. Ja, die Fußnägel müssen wir jetzt wieder runterrollen. Hier alle sind alle weg. Ich sage Lothar Matthäus, dann bist du ganz großer. Ich sage Lothar Matthäus. Ich sag keinen Namen. Ich wünsche mir einfach, dass es ein Trainer wird, der die Mannschaft führen kann, der nachhaltig arbeitet, der auf lange Frist auch da bleibt. Prinzipiell fast sowas wie Dieter Hecking zuvor, der eben auch den Club etablieren kann und eine harte Hand hat und dafür sorgt, dass der Club die nächsten Jahre auch Bundesliga spielen kann. Ich habe vorhin schon gesagt und deswegen bleibe ich auch bei meinen Namen, ich würde mir Felix Magath wünschen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit da sehr gering ist, aber der wird dir dem einen oder anderen schon mal erklären, wie Laufen funktioniert und die nicht laufen, die brauchen wir nicht mehr laufen. Dann können sie laufen wie die Weltmeister, aber nicht Fußball spielen. Das ist ja auch nichts Gescheites. Oh, da sind sie, ich kann mich an den Felix Magath hier in Nürnberg dran erinnern. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber in Wolfsburg, da hat die Mannschaft, die haben eine Lunge gehabt wie 10 Rennpferde und haben aber auch einen scheiß Fußball gespielt, die Wolfsburger damals. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, die sind gelaufen und... Aber Rennpferde sind teuer, vielleicht macht man ja nee, aber nee, also ich glaube, Felix Magath wäre nicht der Richtige. Nee, wie gesagt, gut vom Feuer her und vom Arschtreten her, oh, wäre es doch optimal. Der Schalke hat verkaufen müssen, damit wieder so Geld kommen. Aber wir wollen, weg war. Die Nürnberger Fans wollen ja mal wieder ein Fußballspiel sehen, wo der Club ein gescheiter Fußball spielt, wo mal ein paar Spielzüge dabei sind, alles drum und dran. Wenn die nur rauf und runter, dann haben wir das gleiche Problem. Ja, dann müsste Hans Meier werden. Das war das letzte Mal, wo ich persönlich mit konstant schönen Fußball gesehen habe. Jetzt kommst du jetzt noch gleich mit dem Hennes Weißweiler oder irgendwas. Ja. So, bevor die Diskussion ins Endlose geht, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an unsere Partner. Wir haben jetzt eine Woche Pause, weil Länderspielpause ist. In 2 Wochen sehen wir uns um 19 Uhr wieder hier. Ein herzliches Dankeschön nochmal an die Runde hier oben, an den Dave. Danke. An den Eckes. Immer gerne. Und für unseren Gast, für den Stefan, ein Sternzertifikat. Wir haben das schon öfters in dieser Sendung abgesprochen gehabt. Wer da was spendet, das können nämlich auch Fans sich kaufen. Wir haben einen Stern, 1. FC Nürnberg Stern, taufen lassen am Himmel. Das ist das Dokument dazu und du bekommst das als kleines Gastgeschenk. So, Dankeschön, Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und natürlich noch ein Dankeschön an das wieder mal lebhafte Publikum hier bei uns in der Lounge.